und steht demnach in Verhandlung. Jetzt haben wir es richtig. Herr Bundesrat Florian Grumböck, bitte. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute über die Dienstrechtsnovelle 2022 abstimmen, möchte ich schon zu Beginn meiner Rede ein großes Dankeschön stellen, nämlich ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, ganz egal, ob es an den Bundes-, den Landes- oder auch in den Gemeindedienst geht, vom Finanzamt über die Straßenmeistereien, über die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern oder auch in den Gemeindeämtern. Sie haben gerade in den letzten Jahren in dieser Krise unter teilweise widrigen Bedingungen dennoch großartiges geleistet. Daher ein großes Dankeschön zum Beginn der Rede. Die Gesundheitskrise hat es oft notwendig gemacht, sehr rasch und kurzfristig Änderungen im Dienstbetrieb zu veranlassen. Und wer, wenn nicht unsere Pädagoginnen und Pädagogen, haben das zu spüren bekommen. Sie haben sich teilweise wöchentlich auch neue Konzepte überlegen müssen, weil die pandemische Lage es so erfordert hat. Und dieser Einsatz und diese neuen Konzepte waren auch ganz deutlich in der Sommerschule spürbar. Allein wenn wir daran denken, letztes Jahr wurden 852 Standorte im Sommer geöffnet für knappe 39.000 Kinder, die dort zusätzliche Fördereinheiten angeboten bekommen haben, wobei der Schwerpunkt damals eben noch auf Deutsch und Mathe lag, jetzt ja auch Englisch mitgenommen wird. Verantwortlich dafür waren hier mehrere tausend Pädagoginnen und Pädagogen und auch Studierende im ganzen Land, und deshalb auch an diese Gruppe, an diese spezielle Gruppe der Verantwortungsträger in den Schulen, die Schulleiterinnen und Leiter, die Pädagoginnen und Pädagogen, ebenfalls ein großes, großes Dankeschön. Geschätzte Damen und Herren, dieses Beispiel der Sommerschule führt uns ja auch gleich zur Materie der vor uns liegenden Dienstrechtsnovelle. Worum geht's? Es geht vor allem um den künftigen Regelbetrieb der Sommerschule und auch Neuerungen für Junglehrerinnen und Junglehrer. Vielleicht fangen wir gleich an mit den zukünftigen Pädagoginnen und Pädagogen. Sie werden sich im Beginn ihrer Karriere in der sogenannten Induktionsphase voll und ganz auf ihre Lehrtätigkeit in ihren eigenen Fächern konzentrieren können. Die werden sie nämlich unterrichten und gleichzeitig nicht für Klassenvorstandstätigkeiten oder regelmäßige Überstunden herangezogen werden dürfen. Und auch das Management dieser Induktionsphase hat sich ein bisschen geändert. Es sind Aufgaben weg von den Mentorinnen und Mentoren gekommen, hin zu den Schulleitungen gewandert und eben dort neu aufgestellt. Wenn wir von den neuen Lehrerinnen und Lehrern sprechen, dann hat die Kollegin eh schon gesagt, es gibt einen weiteren Punkt, der da zu beachten ist, nämlich die erweiterte Möglichkeit für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, etwa aus Fachstudien, die keinen pädagogischen Hintergrund haben, an Schulen zu kommen und zu unterrichten. Wichtig dabei ist auch, und ich glaube, das ist eine gute Sicherung der pädagogischen Qualität, dass es eine Eignung im Vorfeld braucht, nämlich eine Überprüfung der Eignung für die pädagogischen Fähigkeiten, dass denn diejenigen Personen, die denn auch quereinsteigen wollen, wirklich geeignet sind, um vor den Schülerinnen und Schülern zu stellen. Ich glaube, das ist wichtig, aber das ist auch mit dieser Dienstrechtsnovelle gewährleistet. Der größte Brocken, Sie wissen es, betrifft die Sommerschule. Zentral ist dabei, der Einsatz für die Pädagoginnen und Pädagogen in der Sommerschule bleibt freiwillig. Geregelt wird jetzt auch die Abgeltung, monetär oder zeitlich. Sie wissen, 36 Stunden in der Sommerschule bedeuten künftig eine Wochenstunde weniger Lehrverpflichtungen im Schuljahr. Festgelegt haben wir auch die Vergütung der Leitung der Sommerschule, die jetzt eben wegkommen kann von den Direktorinnen, auch hin zu eingesetzten Verantwortlichen. Und das ist gut so, wenn wir alleine auf das heurige Jahr schauen. Es ist gut, dass wir da Regelungen finden für die Zukunft und diese festschreiben können in dieser Dienstrechtsnovelle, weil dieses Jahr wird die Sommerschule schon an 1.100 Standorten angeboten. Dabei werden 4.600 Lehrerinnen und ca. 1.400 Lehramtsstudierende in den Klassen stehen und dabei auch noch von 540 besonders guten Schülerinnen und Schülern, die als Buddies den Unterricht auflockern und die Lehrenden unterstützen sollen, eben begleitet. In Wirklichkeit, kurz zusammengefasst, heißt das, wir schaffen die Grundlage für den Regelbetrieb einer Maßnahme, die tausenden Schülerinnen und Schülern helfen wird, besser mit den Lernaufgaben und Lerninhalten zurechtzukommen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir für die Zukunft was wünschen könnte, die SPÖ hat das ja auch gerade gemacht, nur sagen wir so, in dem Glauben, jetzt im Sommer eine Dienstrechtsnovelle beginnen zu können, erst zu verhandeln und dann im September schon vorlegen. Also das ist eh so ein bisschen so der warme Eislutscher. Da ist ja eh Gott sei Dank schon der Minister in Verhandlungen mit der Gewerkschaft öffentlichen Dienst, um,
um eben eine entsprechende Novelle auf den Weg zu bringen. Wenn ich an die Zukunft denke, dann bin ich auch froh, dass unser Bildungsminister, weil es ja heute auch vor allem eben um Lehrerinnen und Lehrer gegangen ist, vieles auf den Weg gebracht hat, was man sich auch wünschen kann. Moderne Lernpläne, die zurzeit in Begutachtung sind, die Kompetenzentwicklung in den Mittelpunkt stellen und Schülerinnen und Schülern Rüstzeug für eine immer komplexer werdende Welt mitgeben. Eine verbesserte Lehrerausbildung steht am Programm. Die Grundlage dafür ist, dass wir auch in Zukunft genügend Lehrkräfte in ihren eigenen Fächern an den Schulen haben. Und was auch am Plan steht und stehen muss im Sinne der Pädagoginnen und Pädagogen, ist eine bessere Planbarkeit in Sachen Covid, die ich mir da wünsche. Und wenn wir schon da sind und in der Ferienzeit dastehen, kurz nach Ende des Schuljahrs, dann lassen Sie uns auch kurz noch über das Zeugnis reden und das, was wir alle hier erinnern und auch die Pädagoginnen und Pädagogen zusammengebracht haben. Wir haben nicht nur ein weiteres Jahr Pandemie überstanden. Ich glaube, unsere Lehrkräfte haben es in einer bravourösen Art und Weise geschafft, in diesen Monaten seit dem 24. Februar viele Tausende Hunderttausende ukrainische Kinder in den Unterricht und an den Schulen zu integrieren. Und vor allem haben wir gemeinsam daherinnen auch ein neues Pflichtfach digitale Grundbildung in Österreich etablieren können und einen Lehrplan vorgelegt. Ich glaube, das hat sich auch ein großes Dankeschön an die Pädagoginnen verdient und zum Schluss auch einfach einen ganz einfachen Wunsch, nämlich allen Schülerinnen und Schülern, allen Pädagoginnen und Pädagoginnen schöne Ferien. Wir begrüßen im Bundesrat sehr herzlich Herrn Bundesminister Karner. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Andreas Arthur Spanring. Ich erteile